Herzlich willkommen, gemeinsam auf dem Weg ins Licht. Und heute wieder mal in der Natur. Und ich hoffe, es windet nicht zu fest, weil meine Konstruktion nicht so gut hält. In dieser Zeit, wo es ja auch so wichtig ist, die Verbindung zur Erde, die Verbindung vor allem auch zu uns selbst zu stärken. Wir können uns sehr leicht öffnen. Muss ich das halten? Wir können uns sehr leicht öffnen zur Quelle, zur Schöpfung, zu ganz lichten Energien oder viele von uns. Und wichtig ist es jetzt aber auch, diese Erdverbindung noch mehr, noch stärker und noch kraftvoller zu integrieren. Für mich ist es schon lange ein Thema. Ich war früher überhaupt nicht auf dem Boden. Und seit sicher 10 Jahren bin ich mich auch mit der Erde am Befassen oder mit den Energien und vor allem ganz bei mir zu sein, ganz in meinem Körper. Und wenn wir nicht ganz da sind, nicht verbunden mit der Erde, dann sind wir vielleicht schnell in Meditationen, so in anderen Welten, aber verlieren dann auch sehr schnell den Boden. Und durch das die Energien jetzt immer höher schwingen, ist es wichtig, eben diese Kraft, diese Verbindung noch, es hält nicht, diese Verbindung noch mehr zu stärken, noch mehr in den Körper zu kommen, also eigentlich richtig anzukommen. Und aus dieser Kraft heraus können wir auch noch besser, noch klarer die Verbindung zu allem, was ist, aufnehmen. So meine Erfahrung. Und darum mache ich das auch gerne im Wald. Und jetzt möchte ich mich ganz kurz einfach mit der Erde verbinden und diese Ängste, die viele von uns haben, Ängste, ganz hier zu sein, zu lösen. Die Ängste, im Körper zu sein, die Ängste in der Verbindung zur Erde zu sein, die nicht immer bewusst wahrgenommen werden, aber die auch einem so hindern, so, ich möchte lieber nicht zu sehr in dieser Verbindung sein. Ja, und jetzt kannst du, wenn du möchtest, die Augen schließen, dich ganz bewusst mit der Erde verbinden, egal wo du bist, auch wenn du jetzt in der Großstadt bist und nicht im Wald. Du kannst dich verbinden mit dem Herz der Erde, dir vorstellen, wie das ganz reine Licht, die Liebe, aus dem Herz der Erde durch deine Füße strömt, dich stärkt. Eine wundervolle, kraftvolle Energie. Nährend, stärkend. Und gleichzeitig kannst du dich mit der
Quelle verbinden. Ganz reines, ganz klares Licht aus der Quelle, das dich durchströmt, bis in deine Füße und weiter bis in die Erde. Und du kannst dir vorstellen, wie du dich so zentrierst, von allen Seiten her, in deinen Körper schlüpfst und gleichzeitig in deinem Herz das ganz reine Licht wahrnimmst, das sich ausdehnt. Und immer weiter strahlt. Verbindung zur Erde, die Verbindung zur Schöpfung, Verbindung zum Herz. Und ich entscheide mich jetzt, in dieser Verbindung alle schweren, alle negativen Energien, alle Erfahrungen aus diesem Leben, aus vergangenen Leben, über alle Zeiten hindurch, alle Erfahrungen, die mich jetzt hindern, ganz bei mir, ganz in meinem Körper zu sein und ganz in Verbindung zur Mutter Erde zu sein, im Vertrauen. Ich entscheide mich jetzt, alle diese Energien aufzulösen. Denn alles ist Licht, alles ist Liebe und alles ist Energie. Und mit Freude atme ich ganz tief in meinen Bauch. Und mit jedem Ausatmen darf sich das immer mehr lösen. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt Erzengel Michael darum bitten, alle Verknüpfungen, alle Energien, die du noch mitträgst, aus diesen vergangenen Erfahrungen, auch alle Verknüpfungen mit der Erde, mit Mutter Erde, diese Verbindungen ganz zu klären, zu reinigen. Und zu lösen. Mit deiner Entscheidung und mit der Unterstützung der Energie von Erzengel Michael.
und alle Energien, die nicht zu dir gehören, lösen sich ganz aus deinem Körper. Alle Energien, die nicht mehr zu dir gehören. Werden vergeben in Liebe zu dir, in Liebe zu allem, was ist, allem, was war, und lösen sich aus deinem physischen Körper und durch all deine Schichten. Und alle Energien, die zu dir gehören, kommen wieder zu dir zurück. Mit allen Anteilen, mit allem, was verloren ging in der Vergangenheit. Alle Energien, die dich stärken. Das Vertrauen, kommt wieder ganz zu dir zurück, so dass du noch mehr in deinem Körper, in deiner Kraft und in deiner eigenen Energie bist. Verbunden mit der Erde. Verbunden mit der Quelle, mit deinem Herz. Bist du ganz bei dir, in deiner Kraft. Und ich bedanke mich beim Erzengel Michael für seine große Unterstützung. Und ich bedanke mich bei allen Beteiligten, die das jetzt auch zugelassen haben. Bei dir selbst kannst du dich von ganzem Herzen bedanken. Und sehr gerne kannst du mir schreiben, wie es dir ergangen ist, wie es sich anfühlt, wenn du das möchtest. Und jetzt zeige ich noch diese Umgebung und verabschiede mich von Herz zu Herz.